Hallo und herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dinkelsbühl. Ist schon eine Zeit her, seitdem wir das letzte Video gemacht haben. Ja, woran liegt's? Wir haben einen sehr hohen Krankenstand gehabt, natürlich auch nur Urlaub. Und dann fehlen einem die Mitarbeiter und dann muss auch der Chef mal wieder mit in die Werkstatt und muss richtig ranklotzen. Es ist schlichtweg die Zeit. Wir finden aktuell leider Gottes keine Mitarbeiter. Keinerlei Bewerbungen trudeln ein. Wir haben schon etliche Anzeigen geschaltet. Also, wenn ihr irgendjemand wisst oder irgendwas entdeckt, dass jemand Lust hat oder jemanden empfehlen könnt oder ihr selber, herzlich willkommen. Einfach Bewerbung an info@mika-caravan und wir würden uns natürlich tierisch freuen. Das ist aber allerdings eben auch der Grund, warum es momentan zeittechnisch einfach echt wild ist. Und da kommst du zu nichts mehr. Also das ist echt verrückt. Ich gehe jetzt mit euch mal ein bisschen durch die Werkstatt und das Video soll einfach mal wieder darstellen, aufgrund der Stellensuche, sprich des Gesuches, was wir eigentlich alles tun. Und da möchte ich euch so ein bisschen das Team mit vorstellen und wer alles bei uns ist, dass eigentlich immer gute Stimmung ist. Dann nehmen wir die Büromädels so ein bisschen mit rein, genauso aber auch wie die Werkstatt. Verschiedene Bauarten, verschiedene Sachen, wo wir machen. Und das möchte ich euch einfach in dem Video mal kurz zeigen, um dass wir da vielleicht auch wieder Verstärkung für unser Team finden. Also, legen wir mal los und schauen uns die Fahrzeuge mal im Einzelnen an. Ja, hier sind wir schon beim wunderschönen Francia auf Mercedes Sprinter Basis. Das Fahrzeug war schon öfter hier und heute haben wir mal eine Brennstoffzelle eingebaut. Das sehen wir hier. Die Efeu 150. Tolle Geschichte, muss ich wirklich sagen. Ich habe es auch in meinem Auto. Ich weiß euch, da habe ich euch auch schon lang versprochen, ein Video zu machen, wie ich denn damit zufrieden bin. Nur so viel, ich bin sehr zufrieden damit. Sie löst das Problem in der Zeit, wo ich stehe, wo es definitiv keinen Landstrom gibt, ich aber Strom brauche, weil in der Jahreszeit keine Sonne scheint. Dann ist es wirklich eine super, super Ergänzung. Aber man muss dazu sagen, einfach nur eine Ergänzung, weil es ist wirklich ein teurer Strom. Das darf man einfach schlichtweg nicht vergessen. Das ist so. Nur es nützt mir ja nichts, wenn ich irgendwo stehe und brauche Strom und habe keinen. Dann ist es einfach eine tolle Geschichte. Vom Einbau her ist es relativ unkompliziert, relativ einfach. Sie ist schnell angeschlossen, kann über Bluetooth angesteuert werden, muss man nicht einmal groß Display verlegen, kann man aber machen, muss man aber nicht und bringt wirklich eine Dauerleistung. Ich habe ja die gleiche bei mir im Auto, bringt eine gute Dauerleistung von ca. 5,5 Ampere. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, 24 Stunden lang, also da kommt schon ganz schön was rum. Ja, man braucht natürlich so einen Kanister hier. Der kostet auch richtig Geld. Ich glaube, der 10-Liter-Kalister liegt momentan bei knapp über 60 Euro. Wie lange hält er? Kommt natürlich darauf an, wie viel Strom das ich verbrauche. Aber es ist eine tolle Geschichte. Ich möchte es nicht mehr missen als Ergänzung, gerade bei dem Wetter, wenn von oben nichts runterkommt, weil die Jahreszeit so ist, wie sie ist und die Bewölkung genauso ist, wie sie ist. Also macht das Ganze dann schon wirklich Sinn. So, dieses Fahrzeug war auch schon mal da. Da haben wir schon mal einen großen Wechselrichter von WCS, genauso wie zwei Solarregler und Lithium-Akku und alles Mögliche eingebaut. Der Kunde ist jetzt wieder da, weil er eine Glesana kriegt. Die wird gerade im Innenraum verbaut. Also das ist auch schon ein Stammkunde von uns. Und jetzt gehen wir mal schnell rein und schauen uns die Glesana an. Das ist Toilette, Detlef. Jetzt habe ich vergessen, mich hält. Tut mir echt leid. Das ist Toilette. Also dauert nur ein bisschen, bis das Toilette da drin ist, gell? Ja, dann müssen wir vorher ein bisschen silikonieren. Silikonieren und ein wenig schick machen. Und schmutzen, mein Leben. Genau, alles ein wenig schick machen, damit es wieder sauber ausschaut. Man sieht, es ist immer eine Riesenarbeit, weil natürlich nichts immer 1:1 gleich passt. Und da stören wir jetzt in Detlef auch gar nicht länger. Da kommt dann die Geschichte hier rein. Aber es ist halt schon immer Aufwand, weil man einiges immer
ummodeln muss, dass das auch dementsprechend alles sitzt und passt. Hier haben wir einen Adria, der hat eine wunderschöne Dieselheizung gekriegt. Das brauche ich nicht wieder zeigen, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Truma-Heizung, Gas raus, Diesel rein. Den haben wir heute fertig gemacht. Und hier haben wir ein bekanntes Fahrzeug. Das ist auch von einem ganz lieben YouTuber. Er wird selber ein Video drüber machen, über den Einbau. Er kriegt hier zwei neue Akkus rein, da drüben kriegt er einen Ladebooster rein, dann bauen wir noch eine größere Kombi rein und, und. Aber darüber wird er selber noch ein schönes Video machen. So, jetzt schauen wir mal, wo meine Selina ist. Jetzt gehen wir mal hier ins Büro. Hier sitzt normalerweise das Mi vom K. Die ist aber im Urlaub, aber sie hat uns aus dem Urlaub raus einen kleinen Stand geschickt. Hier sitzt normalerweise die Nicole, die hat die Woche Urlaub, somit kann ich euch die Nicole leider nicht vorstellen. Das hier ist mein wilder Arbeitsplatz. Ja, like Chef, schaut ja immer ein wenig wüstig aus, aber gut. Und gegenüber von mir sitzt die Selina, das ist meine persönliche Assistentin. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist nicht die Perle, weil die Perle des Betriebes, die ist hier. Hier ist die Fee des Betriebes, weil sie ist für mich unheimlich wichtig. Selina ist meine persönliche Assistentin. Erzähl mal, was hast du vorher gemacht und wer bist du? Ja, Selina mein Name, ich bin 30 Jahre alt. Vorher war ich Verkaufsleiterin in einem großen Möbelhandel. Mhm. Dann wurde ich Mama. Und nach meiner Elternzeit bin ich dann bei Michael die rechte Seite. Ja, und es macht echt Spaß mit ihr und ich muss sagen, sie bringt hier echt viele Innovationen, viele Ideen rein und da muss ich sagen, das ist echt geil. Von auch dem ihren schon bereits erlebten berufliche Erfahrung hier umzusetzen und hier einzubringen, das macht echt Spaß. Ja, das ist unser kleines Office. Hi, ich bin der Foxy, ich bin 29, ich bin hier ein bisschen so das Mädchen für alles und springe durch die Gegend. Ja, in meiner Freizeit bin ich Vollblutschrauber und Tüftler und so bin ich auch hier gelandet. Ja. Jetzt gehen wir mal zu unserer Perle des Büros. Hallo, ich bin Nathalie und von mir bekommst du die Rechnung. Und das Bäckchen kommt auch dazu. Meine Schwäche ist die Vorsitz. Das ist der Grund, warum ich eine Assistentin habe. Das ist die Selina, meine Assistentin. Und die macht jetzt die Videoclips mit den einzelnen Mitarbeitern und ist da fleißig und lustig dabei. One. Go. Hi, ich bin der Marc, ich bin 35. Ich bin hier der Werkstattleiter und Mädchen für alles. Und aus Köln ist echt bei Topmann, also muss man echt sagen. Macht richtig Spaß. Go. Hi, ich bin der Marc, ich bin 35. Ich bin hier der Werkstattleiter und Mädchen für alles. Und komme ursprünglich aus Köln und bin hier irgendwie in dem Frankenhaufen gelandet. Also vom Grundsatz her haben wir drei Werkstattplätze. Dieser Werkstattplatz hier ist immer der Langzeitplatz. Hier stehen Fahrzeuge, die ja vom Umbau her wirklich intensiv sind, weil sie unheimlich viel kriegen, wie jetzt hier dieser Tournee. Nagelneues Fahrzeug hat sich der Kunde gekauft. In Österreich wurde das Fahrzeug gekauft. Ist auch ein Österreicher, der zu uns kommen ist, weil wir halt ja einen guten Ruf uns erarbeitet haben. Und das Fahrzeug kriegt richtig viel. Also ich hole jetzt mal die Liste. Das sind dann hier immer so unsere Aufträge, wo wir haben. Und wenn wir hier mal drauf schauen, der kriegt eine Kombi, sprich Wechselrichter und Ladegerät. Dann kriegt er einen Ladebooster, dann kriegt er zwei Lithium-Akkus, eine Solaranlage und eine Klesana. Das haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Die haben wir hier schon wieder verbaut. Die ist hier schon drin. Wichtig bei uns halt immer, dass abgedeckt ist und dass alles sauber ist. Dann kriegt er noch eine Fahrerhausbeleuchtung. Die kommt hier oben rein. Dann kriegt er noch eine LTE-Antenne, USB-Steckdosen, Airline-Schienen und noch etliches Kleinigkeiten, ein paar Kleinigkeiten noch dazu. Also das sind schon Umbauten, die stehen dann schon ein bisschen länger, so zwei, drei Wochen, je nachdem.
wie lang man halt braucht und wie der Aufwand ist. Ja, dann haben wir hier einen Arbeitsplatz. Da stehen auch so die mittellangen Fahrzeuge, die etwas größer sind, weil wir hier schön Platz dafür haben. Auch hier haben wir unsere transportable Hebebühne, wenn wir unter die Fahrzeuge müssen, Heizungen montieren und so weiter, dann kommt es hier ran. Der hat auch einiges gekriegt, also der hat Brennstoffzelle, haben wir da hinten reingebaut, ist jetzt ein wenig dunkel, hier sehen wir es. Dann hat er eine Dieselheizung gekriegt, die wurde unterm Auto verbaut. Dann haben wir einen Ladebooster verbaut. Da haben wir einen speziellen Ladebooster, der echt richtig cool ist, der auch die Rückladung für die Starterbatterie gewährleistet. Also echt tolle Geschichte. Und ja, dann kriegt er noch ein paar Kleinigkeiten, Lüftungsgitter und, weil an dem Fahrzeug auch wieder ein paar Sachen sind, die nicht so toll sind. Haben wir auch ein kleines Video drüber gemacht. Müssen wir mal gucken, wann wir das ausstrahlen. Ja, und dann haben wir hier vorne noch einen, ich nenne das immer so Tagesplatz, das sind die Tageskunden. Hier machen wir dann zum Beispiel Dachfenster, Akkutausch und so weiter. Das wird dann hier passieren. In dem Fall kriegt der Kunde jetzt hinten ein größeres Fenster. Also hier ist ein ganz normales 40-40 Fenster drin. Der Kunde möchte aber hier richtig schön die Sterne beobachten. Und rum haben wir das Fenster jetzt rausgebaut. Jetzt schneiden wir nach und machen halt ein wesentlich größeres Fenster rein, damit er seine Sterne beobachten kann. Hier steht der Adapterrahmen dafür. Und da hinten dann das Fenster. Und das kommt dann hier rein. Als Tagesgeschäft ist dann der Platz dafür geeignet. Hier haben wir dann noch ein bisschen Werkzeug, unsere ganzen Komponenten, wo wir brauchen. Auf der Seite haben wir hier so ein bisschen Lager, was wir alles so verarbeiten. Und hier hinten haben wir noch unsere kleine Werkstatt, wo auch Lager ist. Hier haben wir unsere ganzen Kabel liegen. Hier haben wir unsere Formatkreissäge, weil wir doch viele Brettchen anpassen müssen und so weiter. Und hier haben wir unseren Lithium-Haushalt. Hier haben wir Lithium-Akkus ohne Ende immer auf Vorrat, damit wir halt die Kunden auch wirklich zufriedenstellen können, auch wenn mal Reklamationen sind. Und hier oben haben wir unsere ganzen Wechselrichtung-Kombis. Momentan ein bisschen dünn, die sind schon wieder bestellt, aber momentan auch ein bisschen Lieferschwierigkeiten wie überall. Jo, das ist so der kleine Rundgang in der Werkstatt. Hä? Ich verstehe nichts hier so laut. Foxy, jetzt wird's ernst. So, und einmal die Woche gibt es immer fleißig miteinander Mittagessen. Dann treffen wir uns immer hier und lassen es uns für eine Stunde mal richtig gut gehen. Ich weiß noch nicht genau. Ja, hier stehen jetzt unsere restlichen drei Tournees. Drei vorm Laden und drei stehen hier auf unserem noch mit angemieteten Platz. Hier stehen dann auch unsere Kundenfahrzeuge, wo jede Menge dran verbaut wird und gemacht wird, dass wir die hier einfach immer zwischenparken können. Und drum haben wir hier eine ganze Litanei an Parkplatz gemietet, wie ihr seht, dass wir unsere Fahrzeuge da immer zwischenparken können. So, dann gehen wir mal zu unserem Sonnenschein der Werkstatt. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Basti. Ich bin jetzt seit 2 Monaten bei Mika Caravan. Ich mache jetzt immer wegen die Elektroinstallationen, Akku anschließen, Sicherungen. Ja. Das war schon gerne in deiner Freizeit, Basti. In Freizeit? Verreise ich gerne Wohnmobil. Was denn sonst? Ja. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Michael. Was machst denn du hier, Michael? Ich schaue, dass ihr alle anständig was zu tun habt und ein bisschen Arbeit habt. Das mache ich. Was machst du in deiner Freizeit denn eigentlich sogar? In meiner Freizeit bin ich leidenschaftlich gern Fahrradfahrer, Taucher und Skifahrer. Hallo, ich bin die Katja. Ich bin das K von Mika, weil ohne K gibt es kein Mika. Genau, und ich möchte mich heute ganz kurz ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, ich bin die zweite Hälfte von dem Mika und der Michael und ich, wir haben das Unternehmen 2020 gegründet. Genau, meine Aufgaben im Unternehmen, dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiter jeden Monat pünktlich ihren Lohn erhalten. Ich bin diejenige, die 80%, 75% die Kunden am Telefon hat und mit den Kunden Termine vereinbart am Telefon oder auch Termine vereinbart per E-Mail, die alle
anderen organisatorischen Fragen klärt, Fahrzeugannahme, wie bringt der Kunde uns das Fahrzeug, was muss er alles mitbringen oder wie lange ist das Fahrzeug bei uns, etc. etc. Ich bin dafür verantwortlich, dass in unserem Caravan Store, sage ich jetzt mal, wo es Zubehör gibt, unserem Zubehörshop, immer mal ein bisschen was Besonderes da ist. Also ich kaufe die Ware für unseren Zubehörshop ein. Ich bin das Herz der Firma, weil ich bin diejenige, die dafür sorgt, wenn unsere Kunden kommen, immer ein guter Kaffee da ist und auch immer mal 5 bis 10 Minuten ein nettes Gespräch, weil der Camper ist natürlich jemand, der immer viel zu erzählen hat. Genau. Und ansonsten, ja, momentan bin ich auch die putzt, weil mich stört es nicht. Ich kehre auch den Hof vor der Tür und ja, genau. Ich bin auch manchmal ein bisschen anstrengend, aber das macht nichts, weil auch das gehört dazu, anstrengend insofern, dass man manchmal zu mir sagt, ich bin das Böse in der Firma, weil ich dann diejenige bin, die dann manchmal so ein bisschen Druck macht bei den Jungs in der Werkstatt und sagt, Jungs, ihr müsst fertig werden, das Auto muss fertig werden, der Kunde kommt dann. Und ja, aber ansonsten, glaube ich, ja, war es das erstmal von mir. Ich kann nur sagen, es macht richtig Spaß, wir haben super tolle Mitarbeiter. Und ich gehe jeden Tag echt gerne in die Arbeit. Ja, genau. Das soll es erstmal von mir aus gewesen sein. Und ansonsten, ja, vielleicht sieht man sich. Bis bald. Ja, das war mal so ein kleiner Zusammenschnitt aus unserer Werkstatt, wie bei uns so der Tag ist. Und wir gucken einfach mal. Ich würde mich freuen, wenn von euch natürlich bewerbungstechnisch was rumkommt. Ansonsten auch zu den Ausbauten, Einbauten und so weiter jederzeit gern Fragen in die Kommentare. Bloß auch hier wirklich verstehen, ich kann nicht jeden Kommentar immer einzeln beantworten. Es ist nicht meine Hauptzeit YouTube, sondern ich muss hier die Werkstatt gucken, dass am Laufen bleibt. Da bitte ein bisschen Verständnis haben. Wir lesen alles, die wichtigen Dinge werden auch kommentiert. Wenn dann ganz wichtige Fragen sind, bitte auch die direkt an uns per E-Mail schicken. Dann können wir darauf auf anders eingehen. Also, ich sage ganz lieben Dank, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.